Willkommen zurück zu Crash Bash. Heute steigen wir hier ins Race ein und wollen den Goldpokal mit Brio holen. Da mal Crash Dash. Yeah. Let's do this. Moment. Ich muss mal kurz was gucken. LOL! Das letzte Minispiel, was man freischalten konnte. Die Stunt Dash ist hier nur das dritte? Ich habe ja gesagt, dass es viel zu leicht ist. Ich finde ja Dunt Dash am zweiteinfachsten. Und das Wasser Race ist tatsächlich schwierig. Das sehe ich auch so. Ja. Cool. Nicht schlecht. Wusste ich nicht. Na gut. Oh, ich habe Angst vor einem Toxic Dash. Ich hasse den Toxic Dash. Water Dash ist eigentlich ganz cool. Ist nur sehr schwer. Toxic Dash ist einfach nur nervig. Also machen wir den normalen wieder. Mal gucken, ob ich kann. Boah, doch. Trotzdem ja nicht so gut in dem Spiel. Aber die wollen mich manchmal ärgern und verbünden sich. Und manche Bots stoßen mich dann nur runter und der andere holt sich dann den Sieg. Das ist das Problem hierbei. Ja, das meine ich. Genau das meine ich. Oder ich mache manchmal Fails hierbei. Wie hier. Das haben wir jetzt hier den Sieg. Dadurch. Nee, das war ja. Ah, das war doch scheiße. Komm mal. Wie sieht's aus gerade? Wie sieht's aus? Ist der Sieg drinne? Ich weiß es nicht. Kann ich darauf achten? Doch, es sieht gut aus. Kann man nur safe zu Ende fahren jetzt hier. Turbo! Yeah! Brio gewinnt! Brio gewinnt! Auri! Diese Lache, ey. 3, 2, 1, los! Einen der besten Musiktracks in Crash Bash, einmal, oder? Wir racen hier und die Gegner schießen. Die verbunden sich gegen den Brio. Denn sie wissen, dass Brio der alte Michael Schumacher ist. Bam, bam, bam. Ich liebe diesen Musiktrack, ich liebe ihn so sehr. Yes, Beat, that's what I need. Erstmal in die falsche Richtung und wieder zurück und wieder in die falsche Richtung und wieder zurück. Mann, das ist so dumm. Diese Steuerung. Zum Glück habe ich die Gegner auch ein bisschen genervt. Jetzt ist das Ärgernis wieder ausgeglichen und der Sieg war sicher. 3, wenn man Tempo Boost benutzt, dann sollte man außerhalb der Strecke sein und nicht innerhalb fahren, so wie ich es immer tue, weil dann kann man es tatsächlich ein bisschen steuern. Ist immer noch schwer, aber dann hat man die Chance, nicht runterzufallen. Das wissen die Steuerung ist mega schwammig und der Speed ist insane, den man dadurch kriegt. Ihr müsst selber mal spielen. Zum Glück ist hier eine Wand. Meine ersten Dash. Renngame. Ja, wie? Ist nicht direkt runter, der Arsch. Aber es ist Coco. Bei Coco ist nicht der Arsch, sondern die Arsch. Lol. Lol! Vorhit! Ah, die PCs sind hier nicht so stark. Hätte ich vielleicht auch schwer stellen sollen. Naja. Wobei, das war der erste Abschnitt. Toxic Dash, da bin ich einfach nur scheiße. Fühle ich mich wie ein Haufen Elend. Ich bin auf den Scheiße. Hm? 3, 2, 1, los! Ah, Toxic Dash. Olnis Schild gefällt mir überhaupt nicht. Wenn man andere mit runterrammen kann. Und die Schleims. Ja gut, die kann man ausdrücken, indem man hier nicht mittig fährt. Da gehen die nie hin, die gehen nie in die Mitte, Freunde. Voll weggerammt, die Coco. Ohne Tempo Boost, by the way. Auch Tainu und so. Ach, come on. Das hasse ich eben halt an diesem Tempo. Das blöde Schild halt. Leute, Gegner auch oft in eine andere Richtung. Da müsste eine halbe Runde nochmal drehen.
bisschen blöd. Meine PCs sind noch schlechter als ich hier. Sehe ich gerade. Geil. Letzte Runde. Final Round. Hey, das war sogar ein gutes Spiel von mir. Ja, easy. Du kannst gerne weitergehen. Ah, ich mach die immer extra weg, damit ich hier besser rumgehen kann. Braucht mir nicht schreiben. Sieh mal, du fährst immer in dieses Atomfass da rein. Ja, weiß. Extra. Guck mal, wie gut ich jetzt abkürzen kann. Und wir vorhin Schleim safe, wenn nicht Tiny mich wegdrängt. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Habt ihr es gesehen? Zwei Runden gedreht, ohne runterzufallen mit Tempo Boost. Jesus. Oh, die kann man nicht besiegen mit dem Schutzschild, hätte ich gedacht. Naja, haben wir es auch mal ausprobiert. I did it for science. Ich bin ja Wissenschaftler, ich bin ja Embryo gerade. Ah, oh, Donnerschock. Immer wenn er getroffen wird, Donnerschock. Yeah. Schön. Next one, please. 3, 2, 1, los. Ja. Sie wird in den rein. Freut. Ihr wisst. Oh Mann, wisst ihr, was ich auch an Toxic Dash hasse, wenn dieser asoziale Dreckschleimspasti da ist? Dann ist die Sicht immer blockiert. Dann weißt du nicht, wo du dich befindest, wenn du hinter ihm bist. Finde ich zumindest. Also ich sehe mich da nicht wirklich. Ach Mann, du. Wieso hat er mich erwischt? Er hat doch seine Schleimkonsistenz geändert, ey. Sich ausgeschreckt. So, die Hand ausgestreckt. Ey, Embryo, give me five. Oh, Embryo hat's gemacht, der Lappen. Und Tiny ist ein Jumbo. Danke. Das ist mir das auch mal. Komm, eine Runde noch. Na, Brio, fahr nicht in die falsche Richtung, danke. Na, Zeit läuft ab. Wir haben gewonnen. Brio gewinnt. Aha, ja, oh, jetzt kommt mein Lieblingsdash, der Dante's Dash, den ich nie gespielt habe. Nur mit euch zusammen im Let's Play. Grüße gehen nochmal raus an den Remy, den Franzosen, der den Spielstand im Internet hochgeladen hat, sodass jeder die Möglichkeit hat, jedes Minispiel zu spielen. Wirklich. Großen Dank. 3, 2, 1, los! Können wir das gar nicht machen hier in den Turniermodus. Ich liebe den Typen dafür, wirklich. Let's Play ist so viel verbessert. Naja. Sieht auch cool aus, ob so schnell der Dance Dash. Max. Der Vulkan, ey. Vulcan Raven. Ey, was ist Vulcan Raven? Das war ein Charakter aus Metal Gear Solid. Muck ist auch geil. Banjo-Tooie-like. Ein bisschen Kokona. Und ich fall nochmal runter. Ja, ich bin so gut. So gut. Das reicht ihm halt für die PCs, die einfach nur Balls zacken in diesem Modus. Ich bin selber nicht mit dieser Kennzeichnung klar. Ich bin so gut, ich werde viele Besoffene. Freunde, don't drink and drive. Lasst euch das eine Lehre sein. Boah. Mann, ey. Ich mag die Lava-Borken. Die haben nicht so viel Impact wie die Schleims. Schon mal gesagt, aber ich sag's gerne nochmal. Yeah, schön gespeedet. Ich muss mich selbst loben. Das war grandios. Kein Fehler, Junge. Das war super. Besser kannst du dann Slash nicht lösen. So, ja, das ist mein Steckenpferd hier. 3, 2, 1, los! Oh, der nächste Dash wird wieder. Ja, ein bisschen failiger. Oh, oh. Toll.
Kacke ich diesmal? Nee. Nur eine Runde Vorsprung vor Rillaru und der ist gerade runtergefallen. Okay. Then we should be alright. Nö. Speed! Ah! Ja, egal. War nicht so gut. Aber ich bin wenigstens in die falsche Richtung gefahren oder runtergefallen. Boah, ich liebe diesen Dance-Dash. Er ist wirklich gut gemacht. 3-0 natürlich. Würde mich nicht wundern, wenn der nächste sogar 3-0 wird, weil die Bots auf Mittel irgendwie scheiße sind. Hätte ich das vorher gewusst, aber ist ja egal. Wir wollen ja nur die Minispiele nochmal Revue passieren quasi. Nochmal alles sehen, so im Gesamten. Und damit dann das Let's Play beenden. Wir können jetzt hier einmal kurz gucken, wie er drücke, um über Stäbe zu springen, ne? Drücke X. War ja sonst nur auf Französisch. Das ist ein komisches Feeling hier, ey. Auf diesen Roboter-Hai-Wal, was es auch immer ist. Naja. Die sind auch ein bisschen langsamer und besser zu steuern, kommt mir so vor. Sehr interessant. Oh mein Gott. Vor allen Dingen, wie geil ist doch ein Easter Egg. Rillaru hat, hier, den Fisch aus Donkey Kong Country. Das ist doch definitiv der. Der sah genauso aus, der Schwertfisch. Ich hab leider den Namen vergessen. Seriously, das sah genauso aus. Wenn das kein Donkey Kong Easter Egg ist, dann weiß ich nicht, Freunde. Ich find's aber geil. Teil mit dem fetten Orca, der Killer war. Ja, die Bots sind leider scheiße. Haben wir jetzt das erste Mal 9-0. Ne, 12-0, 4x3. Das sind 12 Quick Naps. Wow, das war unfair. 2 plus 2 is 4, minus 1 is 3. Quick Maps. Das Ding durch Scare. Und Quick Test. En Garde hieß der Schwertfisch von Donkey Kong. Jetzt habt ihr es mir wahrscheinlich schon in der Quartal geschrieben. En Garde. Oh, Mann, eben ist es nicht so abgespastet. Nicht, dass ich jetzt verliere. Jetzt kriege ich den Rage Mode. Ich schmeiß euch alle runter hier. Lieben Leute. Ihr lieben Leute, ne? Jetzt habe ich irgendwas mit WI und CH, sage. Und S und IR. Ah! Ja, deine Mutter stinkt doch. Oh, Tiny ist mir auf Fersen mit seinem scheiß Orca, der in Kieler war. Oh man, mach doch mal hin, ja, Brio. Mach mal hin. Ich will nicht verlieren. Bam! Get wrecked, bitches. Boah, wir werden hier schnell fertig heute, wa? Naja, gab auch schon 15 Minuten Parts, Crash Bash. Beschwert euch bitte nicht, danke. Ja, die Musik ist auch cool. Ich mag die Musik. Race Games haben die beste Musik. Frag mich aber an, was das hier angelehnt sein soll. Das weiß ich gar nicht. Die Schule und allem. Vielleicht eine Eigenkreation quasi davon. Keine Ahnung. Mal Dance Dash. Crash Bandicoot 3 Warped Toxic Dash, ganz klar Crash Bandicoot 1, da gab es so ein Gift Level. Und der erste, ja gut, der erste Dash ist auch frei erfunden, ne? Eine Rennstrecke. Am ehesten noch Crash Bandicoot 3 Warped mit dem Motorrad, gab es auch ein paar Rennlevel. Aber sie sah schon ganz anders aus. Wobei, die Future City war im Hintergrund, ne? Also doch, Crash Bandicoot 3 Warped. Alter, darf ich jetzt hier durch, danke. Ich will deswegen noch verliere. Ja, 12-0. Easy Money. Easy. So easy. Und im nächsten Part geht's Medieval Mayhem. Nochmal mit Rillaru zum Abschluss. Weil wir's können. Weil ich Bock drauf hab. Und weil es mein Lieblingscharakter ist. Wir haben jetzt eh jeden Charakter gesehen. Crash habe ich ja quasi in Solmos nochmal gespielt am Ende. Zwei Parts. Zwei lange Parts, deswegen. Den haben wir auch mal genommen und ja, jetzt gibt's mal Rillaru im nächsten Part. Und dann war's das mit dem Let's Play. Weil Kampfmodus macht keinen Sinn. Kann man im Spiel 1 zum Anwählen, das wäre zu viel des Guten.
Wenn ihr mal Bock drauf habt, kann ich es gerne mal im Stream oder so nochmal spielen, aber fürs Let's Play reicht's. Gut. Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr es mir improvisieren. Sonst sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. We'll be right back.